Hallo am Montagmorgen und natürlich willkommen zu dieser Folge, einer neuen Folge. Wie gesagt, Montagmorgen, der 27. Mai. Ruf grad das Tor an. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Voda. Heute Morgen mache ich das, was ich am Freitag nicht mehr fertig gemacht habe. Ich fahre jetzt wieder raus nach Mannheim, setze den 938 noch um. Auch rüber ins Traktorwerk und noch eine Fuhre Werkzeug. Und dann schauen wir mal. Ich werde mit dem Bagger gegen 6:30 im Werk sein. Mal gucken. Und, müssen wir mal gucken, ja. Und das Werkzeug, das ist dann egal. Bis der Bagger da ist, ja, die Baggerfahrer oder noch sind zwei Baggerfahrer, die müssen sich erstmal anmelden, kriegen einen Ausweis gemacht. Wieder einer mehr. Ja, dann kannst du einfach reinfahren und musst dich halt nicht anmelden.
Ja. Ich jetzt beim Laden so viel Zeit rausgeholt habe, quasi 14 Minuten hat's gedauert. Habe ich dann wieder beim Abkehren habe ich wieder eine Viertelstunde verdummen müssen, keine Ahnung. Ich bin richtig lenkfaul geworden wegen dem Teil hier. Fauler Hund. So, ich werde jetzt was haben. 5:05, ich weiß nicht wie lange, wenn es viel ist, dann werde ich in etwa 10 Minuten fahren. Wäre ja eigentlich viel, viel früher, nur ich Kistenkopf, ich habe meine Hose zu Hause vergessen. Also musste ich nochmal losfahren. Gut. Hat auch nochmal nur eine Viertelstunde gekostet. Nach Hause fahren, meine Hose holen. Ja. Solange ich den Kopf dabei habe morgens. So. Ich müsste nochmal stehen bleiben.
gedacht, ich bin Freitag, bin ich auf der anderen Seite durchgefahren. Hoffentlich kann ich jetzt wirklich links rum abbiegen. Ansonsten wäre es das klassische Eigentor quasi. Ah, ich denke schon. Muss oder ob ich hier recht zum gleichen Zwerg komme, das weiß ich nicht. Aber das ist gleich, wenn ich dann an der Ampel links rum abbiege, kommt halt drauf an, ob ich halt reinkomme oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich dann links rum abbiegen müsste, dann ist nach 50 Meter kommt schon der Kreisel, da kann ich dann drehen. Aber theoretisch müsste, sorry, wenn es gerade rabbelt, rauscht, macht, was auch immer. So, das hier vorne rein und der Ausweis brauchen wir. Ich glaube nicht, dass ich da rumkomme. Ich fahre einmal durch die Kreisel. Ja, das ist mein Zuyoga, das wird wahrscheinlich reichen. Aber ich fahre immer durch die Kreisel. Wie gesagt, der ist hier gleich. Das ist. Da quäle ich mich nicht so. Und kann dann hier einfach kerzengerade das Werk rein. Das Guide. Gedauert. So lange? Nee, oder? Quatsch. Ich bin um 6 Uhr. Hier bin ich weg. Und jetzt ist es 20 nach. Ja, sorry. Ich war nicht bei der Sache. So. Ich mache hier dann auch aus. Zu laden. Das Werkzeug, dann kam der Kollege mit dem Containerzug oder beziehungsweise der war halt solo und der soll das Werkzeug laden. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, Sattel um und
bei die Liebherr und Laden A918 Mobilbagger. Keine Ahnung, wo der hingeht. Weiß auch nicht, ob das ein neuer ist oder ob das ein alter ist. Und tanken muss ich dann auf alle Fälle noch. Wenn ich schon mal da bin, gehe ich auch gleich tanken. So, Licht. Wenn ich Licht anmache, dann klappt es auch mit der Fernbedienung. Jawohl. Gut. Also, machen wir das jetzt. Den Kollegen habe ich noch schnell geholfen laden und habe dem erklärt, wo das dann ist, drüber in Mannheim. Das Werk, wo er reinfahren muss und wie er im Werk fahren muss und so weiter. Jo. Hörst du jetzt direkt Engema Firma? Meinst du mich? Jawohl. Ja, ich fahre jetzt nach Engebach. Ich muss dir was abgeben für die Firma, okay? Kannst du kurz warten? Ja, mach ich. Ab. Dann muss ich hier gar nicht zum Brecher herfahren, denke ich mal. Was mir auch recht ist. Der steht in der Werkstatt. Da werden die Manschetten gerade gemacht. Neu. Jetzt habe ich umgesattelt. Und jetzt fahre ich noch schnell zwei Stahlträger nach Kong. Ist echt so blöd, Alter. Das ist die Fernbedienung vom Vierachse. Moin! Habe ich noch zwei Stahlträger geladen. Ich weiß nicht, wie lang, 15 Meter, 16 Meter. Fahren wir hier schnell rüber. Und dann fahre ich meine Liebherr-Bagger. Meinen Auftrag. Dass ich hier das Tor rauskomme, ordentlich. Sind da lange Teile drauf da hinten. Die liegen dann noch auf der rechten Seite. Geparkt, okay. Da hinten abräumen. Nö, alles gut. Ah ja, der Bagger, den ich laden soll, ist ein A318 Mobilbagger mit 3 Löffel und der geht nach Kaiserslautern rüber.
Neue geht nach Kaiserslautern. Ost, vorne quasi, wo, ja gut, was ist denn da? Ha, ihr seht es ja gleich. Runter und bin jetzt hierher. Hallo, ich bin hier noch nicht richtig. Dachte, der geht hierher. Ist noch eins weiter. Quasi da hoch ans Schwimmbad. Lauter, lauter. Wie gesagt, da vorne ist die Autobahn. Bin hier runtergefahren und bin einfach hier hoch. Geschafft. Ich weiß nicht, ob ich am Schwimmbad da drehen kann. Kommt jetzt hier gleich die Einfahrt. Mal gucken, ob ich gleich rückwärts rein soll oder nicht. Oder? Ich melde mich später. Ciao. 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 So, dahinter kann ich irgendwo hin. Geladen hier, okay, dann bleibe ich hier. Gucken, ob ich im Schwimmbad drehen kann. Auf dem Parkplatz, nicht im Schwimmbad. So in der ersten Reihe müsste ich drehen können. Siehst du mich, ja? Gut. Danke. Ich kann ja auch rumfahren. Ich habe öfters gemacht. Hier außen rumgefahren. Er brennt hier zum ersten Mal, oder nein, nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal aus, ja, aber das macht er jetzt richtig, richtig lange. Also wie beim Vorgänger quasi, wenn ich vom Gas gehe. Und dann ist es wie wenn jemand die Bremse tritt. So. Komm mal, komm mal, komm mal. Ja. Hab ich den beinahe nicht gesehen, ne?
durch, dann kommen Busse durch, haben wir euch keine Einfahrt zu. Hier abladen. Den 936 raus, fahrt den hoch nach Simbach. Dann schauen wir mal. Hinauf der große Fläche durch, und da habe ich vorhin gedreht. Ich bin auf dem Weg nach Ramstein. Ich fahr gerade von der Autobahn. Da steht uns ein kleiner Mezzobrecher. Ich hoffe, dass er zusammengeklappt ist. Wenn nicht, muss ich das halt auch noch machen. Und den werde ich mit nach Hause nehmen. Geht dann morgen früh runter nach Rockenhausen. Filterreinigung, die ist auch endlich durch. Ja, ich habe das mindestens zwei, drei Mal manuell gestartet. Ich bin halt heute Mittag auch nicht viel gefahren. Landstuhl Laudern, dann vom Lager hoch nach Sembach. Ja, da packt es, warum auch immer. Es reicht nicht zum Reinigen. Und jetzt bin ich endlich mal wieder ein Stück Autobahn gefahren. Normalerweise macht er das ja während dem normalen Fahren. Aber jetzt ist es Gott sei Dank durch. Ach je. Ich hatte schon Angst, dass das dann irgendwann gelb wird und dann kann ich es nur noch per Auslesegerät machen. Komme ich da raus, ja, oder? Ja. Hier biege ich jetzt ab. Also es Partikelfilter reinigen, muss dann mit dem Tester quasi, muss das dann ausgelesen werden. So, vorne werde ich gleich den Brecher sehen.
Super. Super. Also machen wir das auch noch. Ja, egal. Wenn er zusammenklappt gewesen wäre, dann hätte ich dann vielleicht noch nach Rockenhausen gefahren heute. Kann ich hier ohne drin drehen. Ich hoffe es. So mache ich das heute nicht mehr. Dann mache ich den Brecher, mache ich jetzt Transport fertig. Und dann nehme ich den mit nach Hause. Lade und nehme den mit nach Hause. Logischerweise. So, hier ist die Einfahrt, ne? Genau. Oder? Ja. Die war an die ganze Zeit, okay. Neue Mezzobrecher, ja, oder beziehungsweise wir haben ja einen neuen, was heißt neu, der ist, ich weiß nicht wie alt, aber der ist halt für uns neu. Auf jeden Fall neuer wie die alten Brecher, die da waren. Und den habe ich auch noch nie zusammengebaut, aber ich denke, so viel anders wie beim Vorgänger wird es hier auch nicht sein. Rückwärts hier nehmen wir den Bauschutt bzw. den Recycling. Ja, das müsste passen, oder? Hier, den Schotterplatz lassen wir frei. Ja, das geht. Also rückwärts hier rein. Rübe raus, Halle. Gar nicht. Muss ich bei dem die Rampen anlegen oder muss ich da keine Rampen anlegen? Ich glaube, also beim alten mussten definitiv Rampe hin. Vielleicht geht es bei dem hier so. So. Muss da passen, ne? Jetzt einfach stehen soll, dann kann man hier, wer irgendwas braucht, kann hier laden. Gut. Geh mal gucken, ob ich das Ding zusammen geklappt kriege. Thank you.
Das nicht. Manchmal macht er die Bremse automatisch auf, wenn ein Gang drin ist, und manchmal nicht. Wie er gerade Bock hat irgendwie. Keine Ahnung. Hab mal die Bordwand hier rausgemacht, weil ich nicht weiß, ob das reicht sonst. Die Bordwand und die Stange. Meine Stange ist draußen. Mal nicht am Brecher. Aber ob ich die Bordwand noch reinbringe, das weiß ich halt nicht. Da muss ich mich halt noch mal hochquälen und muss alles richtig sichern da vorne drauf. Anders, wenn ich die Tür auf habe. Früher hast du Bremse getreten, Knopf gedrückt und die Feststellbremse, die Handbremse war oben. Ist jetzt wohl ein Sicherheitsding, muss jetzt zweimal drücken und auch nicht klack klack, sondern 1, 2. Ich habe den 5. Gang, warum gibt er mir? Okay, geht. Laden, ging auch alles zu. Alles drin, alles drum, alles dran. Mit ein bisschen stauben. Ist leider so, wenn ich irgendwie Brecher oder Siebenanlage fahre, hätte ich liebster Regen. Richtig schöne, fette Landregen. Weil dann, ja, ist halt Staub ein bisschen gebunden. Aua. So. Also gucken, dass ich hier noch rauskomme. Jetzt haben wir es 10 nach 5. Ja, ich nehme den mit nach Hause heute Abend. Morgen früh fahre ich den runter nach Roggenhausen. Ja, alles richtig gemacht. Wieder alles richtig gemacht. Dann den 330 und der geht dann auch nach Pirmasens dahin, wo die 736 steht, die Planierraupe.
das ist jetzt der nächste Plan. Da steht ja der Fliege. So, also, gucken, es ist 7:30 vorbei, ich zu Hause bin. Umgesattelt, geladen habe, ist es wahrscheinlich 9 Uhr. Es geht ja immer so schnell. Oh.
Gleich wieder rechts rein und dann mein Navi zeigt hier an, dass hier Einbahnstraße wäre. Hier ist doch keine Einbahnstraße. Check ich nicht. Ich muss ja nicht alles wissen können. Ob ich erst wieder drehen fahren muss. Oder ob ich jetzt hier aus dieser Richtung quasi abladen kann. Genau hier vorne, wo wir abladen, einen Bauzaun hin gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da einen Bagger hinbringen? Rampe geschoben. Wir fahren noch nicht rein. Ich würde gerne den Löffel davor an der Bagger machen. Oder fahren wir ohne Löffel runterfahren, wenn du hier hängst wie ein. Ja, das ist auch nichts. Deshalb, aber ich krieg den Löffel nicht so. Ne? Ich muss drauf fahren. Jetzt erstmal los und dann gucken wir mal weiter.